Wie war es deine OP? Wie hat es angefühlt? Also, ich lag auf einem Stuhl, ich habe eine Spritze bekommen. Samu hat gerade seine Handynummer veröffentlicht und das sah ungefähr so aus. Das hört ganz schwer auf. Und jetzt würde ich sagen, ruf mir mal jemand random an und dann fragen wir mal, was die krasseste Story in seinem Leben ist. Hast du irgendeine richtig krasse Story in deinem Leben, die du uns erzählen kannst? Ich habe eine Biene gegessen. Perfekt. Und dann? Habe ich sie runtergeschluckt. Ich habe meine Katze früher in die Mikrowelle gesteckt. Was? Und die Katze lebt noch? Ich habe mal aufs Trampolin gekackt. Okay. Ist das wirklich passiert? Nein. Wow. Doch, sag ja. Ja, natürlich. Leute, wir sind gerade mal wieder in Reihen und Lea, ich habe ein richtig tolles Geschenk für dich. Geschenke. Ja. Leute, ich habe ein tolles Geschenk für dich, und zwar diese Mystery Box. Die habe ich auf eBay gekauft von irgendeinem komischen Hersteller, der einen Stern auf eBay hatte. Hoffentlich was Gutes. Es hat außerdem 100 Euro gekostet, was hier drin ist. Ich habe keine Ahnung. 100 Euro sollen in dieser Mystery Box drin sein. Wir werden es herausfinden, was das sein wird. Keine Ahnung. Und wenn das gut ist, Leute. Der eBay-Hersteller hat auch eine Mystery Box für 1000 Euro. Und wenn das gut ist, dann bestelle ich die Mystery Box für 1000 Euro bei diesem eBay-Hersteller. Die ist voll klein für 100 Euro. Vielleicht sind da ja richtig viele iPhones drin. I don't know, Madam. So, meine Freunde, ich würde sagen, schauen wir mal rein, was hier drin ist. Ich hoffe, kein Blut. Okay, hier steht ein Herz drin. Das ist ja schon mal nett. Okay, Leute, das erste Ding. Oh nein. Mein Gott, was ein Müll. Nein. Wir haben so einen Abfall hier reingemacht. Eine Scheiße. Ja, so ein Schwert. Einfach nur noch eine Puppe, das war's. Was? Das war's. Das ist einfach nur Scam. Das ist einfach nur Scam. Das war's. Das ist einfach eine Puppe. Oh mein Gott, wie schwer. Ist da Geld drin? Wenn in der Puppe Geld drin ist. Digga, wie gruselig ist diese Puppe, by the way. Ich habe dafür 100 Euro ausgegeben, Johannes. 100 Euro. Was ist denn für eine Puppe? Ja. Wir finden heraus, ob in dir was vielleicht drin ist. Oh, da sind Sesamkerne drin. Mal schauen, was da drin ist. Guck mal hier. Da ist was drin. Oh mein Gott, warte, langsam, dass ich das ganze Sesam. Ja! Geld! Alter, was zur Hölle? Hier ist der Tonnen. Viel! Das ist aber keine 100 Euro, oder? 20, 40 Euro, 45 Euro. Ja, okay, ich gebe zu, das Geld habe ich selber reingetan. Diese Box war einfach der größte Müll. Wollen wir die 1000 Euro Box bestellen? Dann lasst jetzt ein Like da, dann haben wir vielleicht sogar zwei Puppen da drin. Leute, bevor ihr Isabels hässliches Gesicht nach der OP seht, noch eine wichtige Eilmeldung. Wichtige Eilmeldung, es geht wieder los. Corona, zweite Welle, ihr habt wahrscheinlich alle schon mitbekommen. Ihr habt bestimmt auch gar keine Lust mehr, was darüber zu hören. Aber mittlerweile ist es umso wichtiger, dass wir alle zusammenhalten, damit wir schnell aus der Situation wieder rauskommen. Masken anziehen, Abstand halten, Hände waschen und vor allem auch die Corona-Warn-App nutzen. Die App hat mittlerweile schon über 20 Millionen Downloads, aber umso mehr, desto besser. Damit können wir nämlich nachverfolgen, ob ihr Kontakt hattet zu jemandem, der positiv war. Wenn ihr die App habt, kriegt ihr nämlich eine Benachrichtigung und könnt euch dann nach Hause begeben, um andere Leute und euch zu schützen. Denkt einfach an euren Oma und euren Opa, aber auch an jüngere Leute, denn die kann das genauso gut treffen. Also, wir sind nicht davon ausgeschlossen. Die App gibt keine Daten an irgendwelche Aliens weiter oder schickt euren Standort an irgendwelche Menschen. Also, lasst uns alles zusammen helfen. Ladet die App runter und rettet Menschenleben. Corona-Warn-App heißt die im App-Store. Let's go. Leute, wir haben davon erfahren, dass Isabelle eine Operation hat. Und zwar nicht nur irgendeine Operation, sondern die Weisheitszahn-Operation. Da werden dir die Zähne rausgerissen. Auf beiden Seiten. Richtig brutal. Und wir kommen sie jetzt besuchen. Es ist gestern schon passiert und sie war gestern so lost, Alter. Und ich will jetzt sehen, wie sie aussieht. Sie hat uns die ganze Zeit nicht zeigen wollen, wie sie gerade aussieht. Aber Leute, wir machen hier noch ein kleines Geschenk, weil wenn man diese riesen Backen hat, sieht man ja so ein bisschen aus wie ein Hamster. Deswegen dachte ich, schenken wir einfach mal einen Hamster. Und da Lea ja einen hat, klauen wir einfach Leas Hamster und schenken ihn. Ja, jetzt müssen wir ihn nur finden. Hamsti, komm raus. So, und damit er auch atmen kann, machen wir noch ein paar Löcher rein hier. So, meine Freunde, er ist gestohlen. Wir haben ihn einfach gestohlen. Lea weiß davon außerdem nichts. Okay, meine Freunde, bringen wir das Geschenk zu Isabelle und ich bin echt gespannt, wie die aussieht. Okay, meine Freunde, wir sind auf dem Weg zu Isabelle. Der Hamster ist auf dem Beifahrersitz. Isabelle weiß aber noch nicht, dass sie gleich einen wunderschönen Hamster bekommt. Und außerdem weiß sie noch was anderes nicht. Und zwar hat Johannes etwas sehr, sehr Schreckliches, sehr Schreckliches getan. Guck, er zeigt Leuten mal ganz kurz, was unter deiner Mütze ist. Ja. Junge, was hast du gemacht, Alter? Ich hab meine Haare gefärbt. Schrecklich, schrecklich. Erst bekommt sie einen Hamster, dann hat ihr Freund auch noch lila Haare. Hallo, wie geht's dir? Es ist wirklich. Oh, bitte hör auf, mich zum Lachen. Oh mein Gott. Du siehst so lustig aus. Der Digga. Du kannst nicht lachen gerade. Nein, das geht nicht. Hast du irgendwas im Mund? Du hast nichts im Mund gerade. Nein. Ach so. Das ist solche Assis, Digga. Oh mein Gott, die versucht zu lachen, aber sie kann nicht. Oh mein Gott, nein. Wir haben deine Snaps gesehen. Hast du mitten. Weißt du noch, was du uns gesendet hast? Mia gesendet hat auf Snapchat. War schön. Du hast so krankische Sachen ans gesendet, Alter. Also ich bin noch ein bisschen in der Kohle drin. Weil
Betäubung ist hier. Betäubung ist hier alles. Das tut schon weh. Oh mein Gott, du warst so... Wie war es denn, OP? Wie hat es angefühlt? Also, ich lag auf einem Stuhl, ich habe eine Spritze bekommen. Und dann? Ich war dann in einer Sekunde direkt weg. Oh mein Gott, Alter, oh mein Gott. Aber ich wollte erst... Aber ich und dann bist du aufgewacht als Hamster. Und aufgewacht, dann habe ich jetzt die ganze Blut gespuckt, das war richtig eklig. So, wir haben uns noch was Tolles für dich ausgelegt, weil man merkt ja, dass du vielleicht ein bisschen anders redest als sonst, ne? Aber nur ein bisschen. Deswegen würde ich sagen, gibt es eine kleine Challenge von uns. Und zwar, wenn du es schaffst, ein paar Wörter auszusprechen, dann kannst du Geld gewinnen, okay? Das ist die Mega-Quiz-Show, yay! Fangen wir an mit dem ersten Wort, das ist noch relativ einfach. Okay. Du musst mir einfach nur nachsprechen, okay? Okay, das erste Wort ist Dankeschön. Dankeschön. Oh, souverän, sehr gut gemacht. Das nächste Wort wird schon etwas schwieriger. Prophylaktisch. Was? Prophylaktisch. Ah, Johannes, hat man das verstanden? Nee. Prophylaktisch. Ja, sehr gut. Jetzt kommt das nächste Wort. Du bist schon fast am Ende. Oh. Triumphierend. Triumphierend. Ja, das hat man auch verstanden, Johannes. Ich habe noch ein ganz kleines Wort, das ist wirklich nicht schwierig. Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung. Was? Ja. Das ist wirklich kein schweres Wort eigentlich. Das musst du nur einmal aussprechen, dann hast du es geschafft, Isabel. Grundstückverkehrsgenehmigung. Oh mein Gott, tut das eigentlich jedes Mal weh, wenn du lachst? Ja. Oh mein Gott, so richtig, sie will nicht lachen. Warte. Grundstückverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung. Nein! Ja, will das gewonnen. Aber du hast doch was anderes gewonnen, Isabel. Du bist jetzt hier in dieser misslichen Lage, ne? Du bist ja auch der Einzige, der gerade so dumm aussieht. Wir sind ja alle jetzt nicht so dumm aus wie du gerade. deswegen haben wir dir einen kleinen Freund besorgt, der ähnlich aussieht wie du, okay? Und der ist im Auto, den holen wir jetzt mal, okay? Ja, wir haben dir ein ganz kleines besorgt. Weißt du, der sieht genauso aus wie du gerade. Hamster? Nein! Lebt er noch? Ja. Die hat es ja schon etwas erahnt, aber ich glaube, die wird nicht ahnen, dass wir jetzt wirklich einen Hamster besorgt haben. Wir haben dir einen Hamster besorgt. Ja, der gehört jetzt dir. Tschüss. Im Endeffekt ist er. Oh mein Gott, da hat er mir einen Hamster mitgebracht. Ich hab's nicht verstanden, Janis. Was hat er gesagt? Das ist doch Leas Hamster. Nein, das ist doch nicht Leas Hamster. Ey, scheiße, ich glaube, die versteht das nicht, wenn wir noch normal reden. Wir müssen jetzt auch uns anpassen. Ich verstehe euch nicht. See no difference, Leute. See no difference. Hallo! Hallo! It's going down. I'm getting to much. Ah, das ist keine Weisheitszahn-OP, sondern eine Hamster-OP. Ja, eine Transplantation zum Hamster. Du wolltest aber ein Hamster werden. Ja.